Na, ihr Lieben, willkommen zurück. Wir sind noch mal an dem Franzosen dran, ne? Ja, am My Frenchman. Obwohl ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das ist. Er ist halt der Einzige, der hier so richtig zerrissen bzw. zerfetzt Zeig mal, wer wird. noch anwesend ist in dieser Übersicht. Also, nur mal jeden Weil, durchgehen. also, wir haben ja den hier und wir suchen seinen Genau. Mat. Sein Mat, warte, rein hypothetisch muss sein Mat, nur hypothetisch muss der Mat eigentlich unten auf dem Foto sein. Weil so Ja. ein, das kann einer von den beiden zum Beispiel sein. Ja, von den beiden könnte es sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, wir müssen, gehen wir mal kurz erstmal in die Szene vielleicht rein. Warte mal, das Nicht ist der, sondern der nächste, dachte ich. der hier. Der halbe Mann. Genau, die Szene haben wir eben schon gesehen. Ja. Der dann. Genau, das, was halt irritiert ist. Und ja, deshalb glaube ich auch nicht, dass er das eigentlich ist, weil warum sollte der Oberkörper frei rumlaufen? Als Bootsmann Maat, Auf glaube keinen ich. Fall, glaube ich auch Er scheint nicht. mir wirklich eher Matrose zu sein. Das Problem ist, wer soll es sonst sein, wenn es darum geht, dass er vom Kragen zerrissen bzw. zerfetzt wird? Vielleicht sieht man das in der Szene nicht. Wir haben ja gerade im Off schon mal in eine Szene vorher reingeguckt, nämlich in die, in der sah man es aber auch nicht. Und Aber dann gibt es nur die, die unter Deck sind. na, die Schützdeck, können es nicht sein. Schützdeck, Schützdeck. Das ist die Szene am Bug. Ja. Er ist, glaube ich, der Erste, nämlich, Ja, der Maler. der erwischt wird, und das ist noch davor. Richtig, da ist der Kragen noch gar Ist nicht die da. Also es Brudergeschichte. muss jemand sein, der jetzt gerade anwesend ist in dieser Szene. Ja, er ist hier eigentlich dabei. Hier ist es. Schon danach, ne? Da muss er schon nicht mehr dabei sein. Naja, hier könnte er halt schon tot sein. Könnte oder Gibt auch halt nicht mehr nicht. so viele Optionen. Kannst du, da Ja, leben was? die aber noch. Kannst du in die Szene auch gleich noch reingehen? Es kann ja sein, dass der erst danach stirbt. Ja. Übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, als ich in der Szene davor war, sieht man, wie er hier, wenn man genau Ja. hinguckt, sieht man, wie er, von wo, sieht man, wie er hier hinten die Treppen hocheilt und er Ja. hat einfach die Arme voll mit Gewehren. Geil. Und er ist halt, ne, sowas von Zugang zur Waffenkammer und so. Genau, aber ich will gerade einmal, vielleicht einfach nur um zu versuchen, das damit zu triggern. Weil wir haben ja hier gesagt, er wird zerrissen, vielleicht wird er doch zerfetzt. Und dann bist du vielleicht halt nur nochmal der Charles. Charles. Yeah. Bringt nix. Oder zumindest hier noch nicht. Aber dadurch, dass keiner hier sonst irgendwie zerfetzt wird, ne? Die Ja. explodieren ja alle, oder? Genau, aber ich würde mir noch die nächste Szene angucken, weil da ist ja irgendwie noch. Ja, machen wir. Ist ja nicht gesagt, dass der in dieser Szene stirbt, Tatsache Nee, leider. nee. Nur in dieser Kraken. Im Kapitel des Kraken, genau. Es Ja. muss doch rausfindbar sein. Nur jetzt hier rein, ne? Die liegt hinten in der Kajüte. Ach, Vielleicht sehen stimmt. wir da nämlich jemanden, der jetzt zerfetzt irgendwo rumliegt. Ja, oder gerade irgendwo zerfetzt wird, muss man sehr aufmerksam nochmal gucken. Das müssen wir uns Genau. aber nicht nochmal angucken. Nee. So, wer? Da, guck mal nach oben. Hat er jemanden am Arm? Nee. Ja, er hat einen Mast. Genau. So, guck mal jetzt, wo Ich sind gehe denn die mal ganzen Leute? systematisch. Hier komme ich eh nicht hoch. Ist hier auch nix. Ist nichts weiter. Die sind logischerweise nicht. Hier hinten gibt es noch welche. Einer von euch wird Ja, zerfetzt. einer von. Vielleicht doch Der der. lebt hier aber auch noch. Der tut's. Ja, aber. Der hat ja einen ganz guten Stand hier soweit, ne? Ja, bis hier, aber du siehst ja Was ist danach denn auch mit nicht, wie es ihm hier? weitergeht. Wer warst du nochmal? Du bist der Bootsmann, ne? Ja. Okay, du bist raus. Es muss eigentlich einer von denen sein, die jetzt hier noch kämpfen. Er zieht seinen Mann hier halt noch mit sich. Genau. Fällt keiner ein, der sonst ist, halt so Also hier. ich vermute, dass man das vielleicht doch nicht sieht. Ja. Und das ist dann, also ich glaube, es ist einer von den beiden unten. Auf diesem Foto. Von Na, von denen. diesen beiden. Ja. So rein hypothetisch. Und weil wir gesagt haben, der ist Mask, das müsste es der eigentlich sein. Ich würde es einmal ausprobieren. Ich würde Klar. sagen, der wird, das ist der Franzose und der wird zerfetzt, haben sie gesagt, ne? Ja, das ist wo ist der Minier? Da, sieben. Sieben, ja. Und er wird Zerfetzt. zerfetzt. Ja. Hilft nicht. Aber vielleicht haben wir noch nicht genug Ja. Lösungen. Genau, jetzt wollen wir nochmal. Wir haben jetzt gerade auch in der Pause überlegt, dass die ganzen Hängematten-Typen natürlich, wo die Decke so rübergezogen ist, ne?
dass sie natürlich wahrscheinlich alle tot sind und alle an dieser Krankheit erlegen sind. Tipp ich mal. Das Problem ist, das kann man nicht einstellen, wenn man nicht das Gesicht dazu kennt. Das check ich, glaube ich, nicht, wie es eigentlich sonst normal könnte. Sonst dachte ich keine Zeit über die Hängematten da gehen. Über die Liste sagen. Und dann sage ich, hey, die 59. Aber muss ich jetzt sagen, wer er ist. Ist halt schon clever vom Spiel, dass du dich nicht rumschummeln kannst. Ja, was ist doch. Na gut, letztlich ja, kann ich auch nicht sagen, mit Gewissheit, weil könnte ja theoretisch jemand anders in der Hängematte liegen. Aber trotzdem. Das stimmt, aber da jeder seine private Hängematte hat. So, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz gucken. Wir wollen noch ein Stück weiter suchen. Weil Soldaten der Meere haben wir noch nicht geguckt, genau. Wenn wir noch offene Fragen haben und sonst weiter dann mal schauen. Das scheint falsch gewesen zu sein. Ja, da haben wir. Achso, da haben wir sehr wild den Namen geraten, ne? Ja, weil wir meinten, der spricht Russisch oder klingt Russisch. Ja. Ich meine, da könnte man nochmal reinhören. Genau, ich würde eh von vorne anfangen, das ist ja auch immer das Cleverste. Schnell, wer ist denn das? Der hier, ah. Der so. Oder? Genau, da haben wir gesagt, der stirbt natürlich am Stromschlag, aber... Soldaten. Ja, yeah, der wird von dem Blitz erwischt. Wir hören nochmal rein. Wird fast. Er hat schon so ein... Aber vielleicht hat er was anderes, aber na, können wir ja mal gucken. Er hat so einen Einschlag, ne? Also, Stromschlag? Obviously. Check. Okay, also wer könntest du sonst sein? Du musst ein Marsgast sein. Wenn du... Du kletterst so oben rum, also bist du wahrscheinlich nicht Leonid Volkov, sonst wäre das wahrscheinlich richtig gewesen irgendwann mal. Du bist nicht aus England, du bist aber auch nicht aus China. Bist du Schotte? Weil er so ein hartes Englisch spricht? Sonst haben wir nur unbekannte Marsgäste. Also im Ausschlussprinzip, wenn wir sagen, er ist ein Marsgast und er ist nicht Leonid Volkov und er spricht nicht so wie die, ja, dann muss es Timothy Beatman sein. Hm. Ja. Das wirklich richtig war? Sehen Sie, wenn das Licht angeht. So, das da oben sind die Marsgäste, haben wir gesagt. Und genau. Ich bleibt da auch dabei, dass ja, guck, da sitzt der auch. Ist auch der Typ, ja, okay, er ist definitiv nicht. Was soll der Bootsmann Mart hier oben? Nackt. Ja. Sexy. Ja, posen. Ist er dann... Oh, mit den Tattoos? Diese scheiß Russen, ey, ne? Man stellt die... Die Russen sind immer das Problem. Und die Chinesen. Egal in welcher Realität. So, Step 2 war richtig. Maskers, genau. Das ist der Durchbohrter, also ich glaube, der wurde einfach so genannt, ne? Der war easy. Das ist scheinbar falsch. Und da ist dann die Todes... Ah, oder wir haben die Position. Also ich kann mich erinnern, in dieser Szene haben wir gesagt... Wir waren uns relativ sicher, dass er der Zimmermann ist. Oder, genau, wir haben aber gesagt, er ist der Zimmermann, weil er weiß es und zu der Zeit der Farbige nicht sehr gehilft ist. Und er ist der Ältere von beiden. Aber vielleicht ist das auch nur falsch rum. Die Frage oder das Durchbohrt ist falsch. Genau, wir müssen, und das müssen wir uns auch angucken. Vielleicht ist es aufgespießt. Ach, im Geschützdeck liegst du. Na dann. Weil da sind wir ja nah dran, das muss einer von beiden sein. Ja, haben wir Hammer und Dings in der... Ja, eben. Ja, das war... Ansonsten tauschen wir einfach die Person, dann ist vielleicht doch der Jüngere, der Chef. Ist das der hier, ne? Sieht so aus. Ja, der ist hier aufgespießt. Ja, Winston Smith. Ah, er ist nicht durchbohrt, er ist aufgespießt. Würde ich sagen, weil er klebt ja an der Wand. Ja. Ja, da müssen wir gar nicht reinschauen, glaube ich. Ich könnte gleich sagen, der ist aufgespießt. Ja. Mann, es frustriert mich jetzt voll, dass jedes Mal es nicht weitergeht. Weil er ist jetzt sowas von... Er hängt ja da rum. Ja. Wir können auch gerne mal reingucken. Dip. What's going on? Stay back. He's already got a grenade. Hey. Come on, boss. No, get there. Hey. Ah, das ist das. Hey, Boss, ja. Das müsste dann der... Mart genau, deswegen, deswegen sagt der Zimmermann, er sagt Boss. Ja. Also er ist der Mart. Ja, er ist das, also es ist der Richtige, also es muss, eigentlich stimmt das. Und er ist der Zimmer, ja, ja klar, ja, so rum ist es richtig. Er ist total, also auch was wir jetzt über ihn gesagt haben, wird aufgespießt. Ja. Von der Bestie. Ja. Alles anders kann es ja nicht sein. Genau. Und also, das stimmt aber die Reihenfolge auch. Das ist der Zimmermann, deswegen sagt auch Boss. Ja.
Und er wird aufgespießt von einer schrecklichen Bestie. Genau. Also es gibt ja nichts anderes. Wir hatten halt... Er wird ja nicht zerfetzt oder so. Nee, muss stimmen. So. Ja. Aber wer sagt denn Endymion nochmal? Dass wir das auch nicht gecheckt haben. Hatten wir nicht gesagt, dass das wäre Dänisch? Endymion? Ja. Aber ist der Assistent Däne? Nee, der ist auch Amerikaner beide. Dann ist der Däne. Sicher? Ja, aber es gibt ja keinen hier, der sonst in der Nähe ist. Es gab doch aber auch nur einen scheiß Dänen, glaube ich, an Bord, oder? Oder wir hätten gesagt, es ist Dänisch. Oder was Schwedisch? Oder, ja, das weiß ich auch gerade nicht mehr. Du hast gesagt, es war Schwedisch, glaube ich. Nee. Soll ich jetzt nochmal nachgoogeln? Das ist ja nicht, das ist ja kein Cheating in dem Sinne. Das Problem ist, wir hatten den Dänen und den Schweden eigentlich auch schon vergeben. Achso, der Schwede ist Lars Linde. Oder ist das? Nee, Schwede ist Philipp Dahl. Endymion? Wie schreiben wir das nochmal? Glaube ich. Und dann gab es Lars Linde. Lars Linde war klar. D-E-M. Aber es war so ein komisches AE, oder? Ja, ja. Kannst du mir das kurz zeigen? Da, stopp. Ja, das von ist so. AE. D-Man. Warte mal. Das sollte man vielleicht in den Übersetzer eingeben. Ich dachte, das macht Ist Sinn. Denn... Na gut, aber Lars Linde ist hier dabei. Lars Linde ist der... Lars Linde stimmt ist der Däne. Der ist hier irgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht wo, aber er ist hier irgendwo. Keine Ahnung, wo? Dänisch. Ist das Endymion? Und warte mal, ich bring dir Lars Linde und Philipp Dahl, Alter. Mach mich fertig, ey. Das ist da. Lars Linde ist anwesend, er ist anwesend in der Szene und Lars Linde ist der Däne oder der Schwede? Lars, ist das sowas von. Ja, aber es ist doch das Gleiche, mehr oder weniger. Nein, es ist tiefer. Tiefer, der ist doch irgendwas. Philipp, da ist der Schwede. Lars Linde ist der Däne. War es jetzt Dänisch? Ja. Also, es ist richtig. Das ist doch Lars Linde. Ja, okay, er ruft das. Ja, wie ich gesagt habe. Ja, okay, gut, aber es ist. Ja. Aber das ist auch geklärt, oh, hat jetzt nicht so ein. Geht's denn hier raus? Und was? Wer ist er hier? Er ist irgendein Typ. Aber er spricht ja scheinbar nicht. Nee. Er hat nichts zu sagen hier. Ihr seid so eklig, ey. Ah! Scheiße. Gott, es gibt so viele Menschen hier. Oben ist die Tür. Sicher? Oh ja. Oh mein Gott, das ist es. Aber dass wir diesen, also was uns von den Leuten fehlt, ist, der Zahlmeister fehlt uns auch immer noch, ne? Und ja, aber fehlt, kriegt man das nicht raus durchs Bild jetzt noch? Und der scheiß Frenchman, den Kamelchen. So, jetzt waren wir da, waren wir echt überall jetzt durch, glaube ich. So, das Verderben. Oder hier haben wir jetzt... Marcus Gibbs, das ist auch nicht richtig? Ja, die Todesursachen sind schon... Marcus Gibbs, Zimmermanns Mart, wurde von einer grässlichen Bestie durchbohrt. Wir wissen, dass es Marcus Gibbs ist. Ja, also die Personen stimmen bei den beiden. Ja. Aber vielleicht ist durchbohrt, aufgespießt? Aber bei uns wurde doch gesagt, es ist egal. Müssen wir da nochmal reinschauen. Warum? Ach, im Frachtraum. Ah, er stirbt später, ne? Mhm. In der weiter unten stattfindenden Szene. Sind wir schon im Frachtraum? Ja. Nee, es geht auch noch tiefer. Dup, aber wie viel Dex ist das Ding halt, oder? Achso, ich wollte ja vor... Ja, apropos Dex. Ich wollte doch vorlesen... Orlop. Wo das herkommt. Im modernen Sinn, besonders bei Schiffen, die mit mindestens drei oder mehr Decks ausgestattet sind. Die Wortentstehung ist auf das späte Mittelalter zurückzuführen und soll sich vom niederländischen Wort overlop für hin, überlaufen oder ausbreiten ableiten. Mhm. Begriffsverwendung. Gut, du hast gelernt hier. So. Doch, aber durchbohrt. Oder ist es aufspießen? Jetzt haben wir schon wieder dieses Problem. Also durchbohrt, sagt er nein. Das war ja falsch, ne? Sagt wenn schon. Wir jetzt aufspießen machen. Marcus Gibbs, Zimmermannsmann. Er ist Marcus Gibbs, er ist Zimmermannsmann. Er ist eine grässliche Bestie und er wird eigentlich durchbohrt.
Also, ne, im Sinne von, dass er. Dann wird er halt aufgespießt. Ja, mach mal aufgespießt, weil die anderen haben wir jetzt. Nee, von einer Bestie. Check's nicht. Dann haben wir die beiden doch verwechselt? Nee, es kann ja nicht sein. Aber er sagt doch in der anderen Szene Boss. Ja. Aber wer spricht. Also man kann ja durchs Buch in die andere Szene gehen. Nur den Text nochmal. Nee, also in die. Wo der andere stirbt. Hier, stopp. So, unten hin. So, der stirbt, sagt. Ein Demon aus dem Weg. Was geht hier vor? Zurückbringen, das Ding hat bereits. Los, Chef! Hey, Fang. Aber er sagt los, Chef. Stimmt, der. Das heißt, er ist der andere. Das ist andersrum. Andersrum. Ja. Ernsthaft? What the fuck? Man muss ja scheinbar. Ja, ne? Wenn er sagt Chef. Aber wenn er sagt los, Chef, hey, Fang. Der wirft ihm was zu? Nee, er wirft doch die Axt. Das hast du dich letztes Mal auch gewundert. Er wirft doch die Axt auf das Monster. Oh, shit. Hey, Fang, sagt er zum Monster und wirft die Axt. Okay, so. Also andersrum. Okay. Quasi. Ändern das jetzt um in. Dass das der. Mart? Das ist ja. Marcus Gibbs? Ja, anscheinend. Aber aufgespießt, es bleibt. Weiß ich nicht. Es ist. Vielleicht ist er auch durchbohrt, aber wir haben ja. Ne? Und dann ist der andere. Und dann sagen wir, dass das jetzt hier. Weiter. Das ist das letzte. Ne? Der hier. Und dann bist du Marcus. Du bist zu Winston Smith. Das ist seltsam. Aber du wirst nicht aufgespießt, sondern du wirst auf jeden Fall durchbohrt. Da bleibe ich bei. Ja. Das bringt uns nicht weiter, oder? Aber es verwirrt mich einfach, dass. Also gerne auch da jetzt Kommentare, wenn ihr merkt, die machen hier gerade Quatsch. Aber die Beine haben wir jetzt richtig zugeordnet. Aber er sagt doch los, Chef. Steht hier vor. Der Tote hat doch immer das X. Der ja, ja. Und es ist seine Erinnerung. Zurückbleibt, das Ding hat Nick erwischt. Los, Chef. Ich muss mir die Szene nochmal anhören. Okay, so, wir hören uns noch die Szene, hören wir nochmal uns an und dann versuchen wir rauszufinden, wo es denn hier weitergeht. Ja. Wenn es denn schon weitergeht. Ist auch die Frage, ob man quasi ein Minimum quasi aufdecken muss, dass man quasi die nächste Szene sieht oder so. Ich wüsste jetzt spontan gerade auch noch nicht, wo es eigentlich weitergeht. Weil wir alle Decks jetzt mehrfach schon hatten. Warte, der war auf dem Geschützdeck. Test. Wo bist du nochmal? Ja, warte mal. Das ist falsch, oder? Ah. Ah? Ah. Da. Okay. Also er. Wir müssen uns nochmal angucken, was mit ihm passiert. What's going on? Stay back! He's already got the neck. Hey! Come on, boss! No, get there! Hey! Also das hier ist Marcus Gibbs, dann, wenn ich... Scheinbar. Ne? Guck mal. Ja. Marcus Gibbs. Das stimmt auf jeden Fall. Das oder haben wir jetzt richtig rum. Aber vielleicht... Wurde von einer... Guck mal. Schrecklichen Bestie. Wird der nur aufgespießt? Kannst du sagen, ohne die Bestie geht sowas? Hm. Das ist unbekannter Feind. Sagen, von was? Nee, okay, warte, nein, dann kannst du sagen, anstatt aufgespießt durchbohrt, und kann man dann... Dann wurde es automatisch von einer Bestie. Geht das? Aber dann macht er nicht... Das hätte ich frage, also wir haben scheinbar noch nicht das Minimum, dass er sagt, so und so viel haben wir korrekt. Ja, aber ist das... Also... Ist das denn die von der Bestie? Ja, sieht doch so aus. Ja, das sind diese Pfeile, die diese Viecher hier schießen. Ja. Und was ist mit dem anderen? Der... Der wird es überleben und dann unten weiterkämpfen. Ja. Okay, ja. Das ist ja der hier, den wir jetzt zum Chef. Aber eigentlich wird er doch aufgespießt. Spiked. Also ich würde sagen, er wird aufgespießt. Ja, also ich sehe halt nichts anderes. Ja, er wird aufgespießt und nicht durchbohrt. Also ich weiß nicht, zerrissen, zerquetscht, nee. Nee, aufgespießt würde ich sagen. Weil er klebt ja an der Wand, das ja. Haben wir ja schon. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht, ist ja auch, vielleicht haben auch alle anderen Sachen, genau. Die wir vorher gemacht haben, waren vielleicht alle. Ja, Quatsch. Und dann von einer Bestie natürlich. Ups. Aber immerhin haben wir die Person jetzt richtig rum. Ja, das scheint richtig zu sein. Gerne da Tipps, aber nicht alles verraten, wenn ihr es wisst. Okay, dann
Gucken wir mal weiter. Nee. Schon gerne wissen, wo es jetzt weitergeht. So, Story. Ja, aber dann müssen wir erstmal genau aus der Tür. Die war oben, ne? Oben. Und dann, das hasse ich an. Das ist das Einzige, was ich im Spiel nicht mag. Ich finde es nicht immer ersichtlich, wo es weitergeht. Ich habe gar keinen belassenen Schimmer. Ich glaube oben nicht. Aber letztlich haben wir. Den Trigger wiederfinden. Letztlich sind ja alle Türen eigentlich offen. Weil jetzt haben wir wirklich uns hier in den letzten Folgen einmal komplett so durchgearbeitet. Ja. Das Verderben, da waren wir, glaube ich, auch schon dran. Genau, und dieses Kapitel dazwischen. Da waren wir ja jetzt, genau. Das Verderben haben wir jetzt nochmal abgearbeitet. Dann, das kommt erst am Ende. Genau. Das heißt, die ungesicherte Ladung fehlt uns noch. Genau, das ist der absoluten Beginn. Wo es auch nur zwei Teile gibt. Zwei Tote. Ist das, dass mir das sagt, dass ich aufs Frachtdeck gehen muss? Da geht's weiter. Ja, wahrscheinlich. Weil er sagt mir, Teil 1 zeigt er mir noch nicht, aber hier sagt er, da musst du hingehen. Auf dem Frachtdeck, okay. Dann gehen wir aufs Frachtdeck. Warte mal, das Frachtdeck ist ganz unten. Nee, das ist der Lagerraum, das ist das zweite Deck, glaube ich. Ach du Scheiße. Ist das also Hauptdeck, Geschützdeck? Man sieht alle Bewegungen auch noch, wie die Leute sich zeigen, den Lauf der Zeit an. Ach du Scheiße. Ja, gut, dass wir uns das noch nie angeguckt haben. Ja. Go, interessant. Das ist ja interessant. Da finden wir nämlich so auch die Leichen. Vielleicht geht es auch schneller, wenn man darauf drückt. Also, das Frachtraum ist ganz unten, siehst du? Ja, bringt einen wohl dahin. Musste ich denn in den Frachtraum? Frachtdeck ist doch wohl ein Frachtraum. Geschützdeck, Urlaubdeck, Frachtraum. Okay, ja, also. Ich hatte recht, ganz unten. Wieder nach unten. Ich hatte recht, ich hatte recht. Die Zeit macht das noch her, ne? Ja, klar. Das ist jetzt noch nicht so lang. Jetzt will ich auch echt wissen, nämlich, wo und mit was es weitergeht. So ein geiles Spiel. Also, es macht jetzt. Also, es ist, glaube ich, auch sinnig, was ich gesagt habe, ne? Ich glaube wahrscheinlich. Nee. So, wo ist der Trigger? Da liegt was. Ist das ein Trigger? Ich glaube, ne? Ja. Ja, nee. Nee. Das hatten wir dann schon mal entdeckt. Ah, das ist Dys mit dem Arzt. Oh ja, das haben wir aber, glaube ich, schon. Ja. Ganz gut gemacht. Aber hier sehen wir genau, das war der, wird abgeführt. Der Mart, ja. Der meutert. Sehen wir hier noch irgendwelche Toten? Komm ich zur Tür? Hier, Ack. Nee. Also. Ja, cursed. Okay, aber es gibt ja dann auf jeden Fall noch Räumlichkeiten, in denen wir noch nicht waren. Na, hier, diese Tür. Na? Die, ich meine, vielleicht von der anderen Seite? Mal gucken. Geht das eigentlich von. Was ist denn da? Da ist ja auch noch mal was offen. Ja. Da ist dann das große. Okay, auf das eine. Haben wir, das haben wir. Da komme ich nicht weiter. Jetzt mal ganz gewissenhaft um. Hier sind auch noch Hängematten. Da liegt aber keiner drin, oder? Oder? Ah, nee, das ist nur so ein Abhang. Da hängt irgendwas an Zeug, ne? So. Ah, ich dachte, da ist was. Ich würde, glaube ich, die Gänge einzeln laufen und nicht so. Ja, machen wir jetzt den linken oder den rechten. Ja. Und hier sind noch Türen überall. Na, gucken wir erstmal durch die Gänge. Wo zum Teufel? Es gibt ja noch die Rückwand, also man kann ja in der. Obwohl ich nicht weiß, nee, es geht nicht auf dem tiefsten Deck. Das ist ein Deck höher gewesen. Ja. Na dann öffnen wir. Guck mal nach oben. Links, links, links. Oh, das sieht nur so seltsam aus. Oh. Öffnen wir wohl alle Doors. Tür 1. Ah, ja. Tür 2. 2. Das hatten wir schon. Der, genau, das ist der. Wo wir gerade eben nochmal dran waren. Mhm. Hey. Also, Tür. Erst die. 3. Bier. Mehr rum. Ja, ist ja klar, aber ich hab Bock auf Bier. Oh ja, aber nachher noch will ich auch ins Trinken. Ja, wir haben keins da. Wir gehen noch kurz zum Späti. Das ist Späti-Tag. Späti-Tag. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Nee, und da ist es da. Hier geht's weiter. Geht's weiter. Wuhu! Wirklich in dieser Folge? Ist ja. Das, haben wir zu weiß ich nicht, Zeit. Ich will unbedingt, bitte. Oh. Dann müssten wir noch eine Folge aufnehmen, Danny. Na, aber ich krieg gerade Mittagessen. Tja. Um 18 Uhr noch was. 19.29 Uhr. Nee, jetzt ist leider echt Zeit, Leute. Ja, dann müssen wir hier leider aufhören. Haha. Aber es ist eher haha an uns, weil ich will es eigentlich auch echt wissen. Ja, ich auch. Wollen wir nicht wenigstens reingucken? Nein, 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 nein.
Mann. Das wär nicht gut. Wir müssen uns, wir wollen das ja auch im Detail. Okay, sonst müssen wir halt nach meinem Essen. Ja. Vielleicht, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.